So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Heute mit Zeldas Geheimtraining. Und das sogar auf Zeit. Ja, das kann jetzt mal interessant werden. Weil mit Zelda haben wir bis jetzt noch kein einziges Mal gekämpft. Und ihre Art zu kämpfen ist auf jeden Fall ziemlich technisch. Habe ich schon mal gesehen. So zum Beispiel sind auch die Bomben, die man mit ihr werfen kann, ferngesteuert. Also wir benutzen dann einen riesigen bombenwerfenden Wächterroboter. Okay, sehr riesig ist er jetzt nun nicht, aber er ist steuerbar. Das habe ich schon mal gesehen. Und wie wir ansonsten jetzt mit ihr kämpfen werden, ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Generell, wenn es eigentlich möglich ist, will ich jetzt... Sowieso... Ja. Okay, sie wird kämpfen. Ja. So viel ist auf jeden Fall klar. Ich schaffe das. Okay, wir müssen 300... Gegner besiegen. Ja, hier haben wir den steuerbaren Bombenroboter. Gott, es sieht zwar nicht gerade sehr berauschend bisher aus. Und nun? Ich komme. Dies ist meine Pflicht. Ausgezeichnet. Ja, ich weiß noch nicht, wie sie da jetzt gewonnen hat. Aber hey, besser als nichts. Würde ich jetzt mal sagen. Und hiermit? Hilfe! Zu Eis! So, wir haben es geschafft. Mir geht es gut. Das sieht also jetzt wirklich sehr technisch aus. So. Aber... So oder so, wir können siegen. Und hiermit? Hilfe! Jetzt mal nie. Durchhalten. Dies ist meine Pflicht. Das Foto der Zerstörung. Nicht übel. Ja. Ha. Ja. Von mir. Gut. Ja. Hier ist alles. Hey, stellt euch mir. Gott, jetzt sind also auch noch Moblins hier auf dem Schlachtfeld aufgetaucht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Zelda, schaffst du das, diese beiden Gegner zu besiegen? Hey!
Okay, ja, einen kleinen Sieg konnten wir schon mal schaffen. Jetzt eine kleine Fotografie noch. Und der Sieg ist unser. Zelda, hast du gut gemacht. Ausgezeichnet, Prinzessin. Sehen wir zu, dass wir so weitermachen. Ja, Zeldas Geheimtraining mit dem Sheikah-Stein haben wir erfolgreich absolviert. Und sogar noch zwei weitere Sheikah-Steine erhalten. Aber wir werden jetzt erstmal den Sheikah-Stein nicht aufrüsten. Weil wenn es jetzt, sagt, noch möglich ist, will ich Zeldas Geheimtraining noch ein bisschen auf die Spitze treiben und noch gegen andere Gegner kämpfen. Das Herz können wir immer noch nicht benutzen. Können wir... Warte mal, das ist Impass-Training. Das ist wiederum Links-Lanzen-Training. Okay, hier kann Zelda, er sagt, noch einmal kämpfen. Mysteriöses Verschwinden. Und danach werden wir auf jeden Fall mal sehen, wie Link mit einer Lanze umgehen kann. Aber ich bin wirklich froh, dass wir jetzt noch eine weitere Möglichkeit hier haben, mit Zelda zu kämpfen. Ist ja wirklich nicht selbstverständlich, dass wir es schaffen können. So, ah, Soldaten sind vermisst. Stellt euch mir. Ja. Okay, die werden wir dann auch jetzt mal finden. Okay, die vermissten Soldaten. Dies ist meine Pflicht. Okay, ich glaube, da drüben seid ihr. Und hiermit? Hilfe! Ich komme! Okay, Zelda. Es sieht jetzt eigentlich wirklich... Uns gelang der Sieg. Halt! Nicht so gut aus. Aber wir können es schaffen. Dies sollte helfen. Hey! Uns gelang der Sieg. Ja, uns gelang wirklich der Sieg jetzt hier. Weiter. Und da haben wir... Oh, nee! Nicht die Giga-Bande schon wieder! Jetzt hören wir den Feind! Ruhig bleiben. Stellt euch mir! Ich versuche!
Angriff! Fall von mir! Und hiermit? Okay, Bombenroboter! Okay, Foto! Start! Uns gelang der Sieg! Ja, uns gelang der Sieg! Hey, da haben wir einen Hauptmann! Danke für die Hilfe, das war ein ganz schönes Schlamassel! In der Tat! Ich schaffe das! Jetzt! Ein wirklich ziemlich großes Schlamassel! Aber hier merkt man eigentlich auch, Zelda ist nicht mehr die harmlose Prinzessin, wie sie aus den anderen Zelda-Spielen war. Sie ist jetzt tough. Sie ist jetzt hart. Ich komme. Stellt euch mir. Halt. Ich versuche es. Okay, mit Blitzmoblin. Verdammt nochmal, wieso zum Henker konnte sie jetzt nicht ihren Schmetterangriff starten? Uns gelang der Sieg. Schon. Gott. Die Kommandantin der Gerudos wurde jetzt also auch gerettet. Also Zeldas technische Angriffe müssen wirklich erstmal gut trainiert werden. Und nun? Na gut, das klappt ja. Der Orni-Hauptmann wurde gerettet. Das war ja unglaublich. Was für eine Rettung. Tja, da staunst du nicht, was?
Zelda hat die Soldaten gerettet. Oh, das ist gut. Ja, Zelda hat die Hauptmänner gerettet. Das mysteriöse Verschwinden auch ausgelöst durch die Giga-Bande. Wurde beendet. Wir haben 3 neue Module gekriegt. Link hat jetzt sowieso eine Lanze erhalten. Wir haben jetzt auch einen Wüstensternschutz. Naja, auch erhalten. Und machen jetzt weiter mit Links abschließendes Lanzentraining. Mal sehen, welche Lanze wir da jetzt zur Verfügung haben. So, noch irgendwas hier zu benutzen. Na, hier ist Link. Der sein Schwert mal aus der Hand nimmt. Für eine Lanze. Und wie es aussieht, haben wir wirklich bloß eine einzige Lanze zur Verfügung. Die Soldatenlanze. Na gut, besser als nichts. Es wundert mich ein bisschen, dass wir wirklich bloß eine Lanze haben. Die anderen hat vor anscheinend bloß Mifa gekriegt. So muss es sein. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Na, auch egal. Wir machen jetzt erstmal weiter im Text. Werden jetzt erstmal ordentlich aufräumen mit der Lanze. Wobei, ich hatte ja eigentlich auch mal einen Wischmob gekriegt im Spiel. Der würde auch sicherlich auch als Lanze zählen. Jedenfalls bezweifle ich, dass das ein Zweihänder wäre. Okay, wir sind auf jeden Fall nicht allzu schlecht hier mit der Lanze unterwegs. Vielleicht sollten wir diese Lanze auch mal ein bisschen trainieren. Ja, auf jeden Fall schon mal kein schlechter Anfangssieg. Jetzt erst noch ein bisschen mit ein paar Bomben herumwerfen. Und unser Sieg ist uns gleich gewiss. Hey, Moment. Ernsthaft? Ein Feuermagier will uns nerven? Da hat er den falschen Lanzengegner hier mal rausgesucht. Wunderbarer Sieg. Aber die meisten unserer Gegner befinden sich auf einer komplett anderen Ebene. Da mal los! Ha! Hu! Ha! Los! Ja! Hu! Ha! Zicke! Zacke! Hühnerkacke! Und jetzt auch noch Senior Moblin! Ha! Hu! Gott. Nicht übel.
Wir haben uns wahrlich schon mal ein bisschen blöder angestellt. Vielleicht sollten wir diese Lanze wirklich mal für den nächsten Part mal benutzen. Oder vielleicht sogar auch eine andere. Tja, warum nicht? Das würde das Ganze ein bisschen auflockern. Oder ein bisschen mehr Spannung in die Sache reinbringen. In der Todbringerschlucht könnten wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal kurz mit unserer neuen Lanze mal kämpfen. So, vielleicht können wir da aber was kombinieren. Warte mal, Schaden durch starke Angriffe plus 2%. Die Exal-Lanze. Dann haben wir auch noch die Mob-Lanze. Okay, dadurch... können wir auf jeden Fall ordentlich reinhauen. Vielleicht jetzt noch dies und jenes noch benutzen. Und dann ist die Exal-Lanze jetzt gleich einsatzbereit. Also gut, Link. Es wird Zeit für den letzten Angriff. Soldatenlanze weg. Exal-Lanze Hallihallo Hallöde. Wir brechen auf. Lanzenkämpfer Link. Tja, heute experimentiert man mal wieder ein bisschen. Zuallererst natürlich ja mit Zelda und ihrem Shika-Stein. Und jetzt Link, der Lanzenkämpfer. Technisch gesehen probieren wir wirklich vieles aus. Und mal sehen, wie wir dann im nächsten Part den Wald der Crocs mit unseren Lanzentechniken zurückerobern werden. So, erobere die Vorposten. Mehr nicht. Gott, das war zwar leider noch kein Vorposten. Aber... wir haben schon mal so einen Eismagier erledigt. Jetzt erst noch ein paar Moblins hinterher. Und Ende gut. Alles gut. Yes, Vor Nummer 1 erobert. Schön. Wirklich grandios.
Rücken wir vor zum zweiten Vorposten. Hallo! Habt ihr einen Lanzenkämpfer bestellt? Ich sage mal ja! Einen Kämpfer, der die Welt erhält! So, wo ist denn unser Hauptgegner? Nicht hier? Das empfinde ich doch als ein bisschen enttäuschend jetzt hier. Wir haben jetzt keinen Ober-Moblin hier. Boblin meine ich natürlich. Ah, doch, da bist du. Gott, nächste Eroberung abgeschlossen. Ah, wunderbar, wunderbar, sag ich da. Vor 1 und 2 zurückerobert. Dann holen wir uns jetzt... Ernsthaft? Diese Viecher kommen mir einfach mit Feuer hier an. Na gut, wenn die mir mit Feuer jagen kommen. Ah, warte mal, es sind ja zwei von denen. Erfolgt. Die Vorposten wurden zurückerobert. Und wir haben sogar eine Holzfäller-Axt gekriegt. Schön. Unsere Missionen waren jetzt in diesem Part wirklich ziemlich erfolgreich. Gut. Also, dann wisst ihr jetzt auch, was im nächsten Part ansteht. Wir werden den Wald der Kroks zurückerobern und uns unser Masterschwert mal holen. Ebenso holen wir uns jetzt das hier mal ab. Was auch immer das jetzt hier sein mag. Gut gemacht. Glitzerwelt. Dank der Aushilfe kam der Laden nach und nach wieder auf die Füße. Auch die Eltern sind erleichtert, dass ihr Laden nicht schließen musste. Sieht auch später einmal im Laden vorbei. Die Glitzerwelt. Ah, hier können wir einige Steine kaufen. Warte mal, da fällt mir doch gerade ein. Irgendwo hier haben wir doch noch einen weiteren... Ja, wir brauchen erst jetzt hier so ein Saphir. Die Dinger werden aber sicherlich nicht billig sein. Was können wir jetzt überhaupt verkaufen? Tja, machen wir es erstmal so. Und wie viel... verdammt nochmal. Ein Saphir kostet schon über 1040 verdammte Rubine. Wir könnten ja sagt antike Reaktorkerne und sowas verkaufen, aber... Was bringt uns das?
Es würde uns Geld einbringen, aber... Würden wir dadurch nicht auch ein paar Sachen verschenken? Feuer, Flederbeißerflügel, gelbes Schleimgelee, blauer Exhalforschwanz. Okay, das dauert noch eine halbe Ewigkeit, bis wir das kriegen können. Varuta will ich jetzt eigentlich nicht steuern. Wir werden jetzt, wie gesagt, im nächsten Part das hier ansteuern. Die Befreiung des Waldes der Crocs. Das werden wir machen. Und wir werden unser Masterschwert erringen. Bis dann, sag ich mal, bis dann und ciao.